Wo bin ich? Aha, okay, da ist er jetzt. So, jetzt gucke ich, also das interessiert mich jetzt, weil hier war ja vorher Medizin drin. Wenn die jetzt natürlich nochmal da wäre, dann wäre das nicht schlecht. Da ist wieder drin, tatsächlich. So, jetzt wissen wir ja schon einigermaßen, was uns hier erwartet. Der hier macht... Der ist zu weit. Der ist auch viel zu weit. Jetzt. Ja, ist jetzt kacke, dass alle Granaten weg sind, aber... Eigentlich wäre es eine gute Überlegung gewesen. Ah ja. Bleibt halt da drin. Genau, warum verschwende ich eigentlich meine Munition an euch? Aber es werden noch größere, schnellere Viecher auf uns zukommen, ne? Das habe ich auch schon erwähnt. Das wird, ja gut, das Schnellste, was wir bis jetzt gesehen haben, das Größte, was wir bis jetzt gesehen haben, war eh unglaublich groß. Da mache ich mir gar keinen Kopf mehr, dass da noch was Größeres kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
sehe ich wieder nichts mehr. Ist ja wieder Granate nicht schlecht. Ich bin gleich kaputt. Oh, jetzt wieder hier. Na gut. So. Nee, aber es ist wirklich, für solche Sachen müssen wir uns, glaube ich. Schon Granaten aufheben. Also, wieder das Spielchen, ne? Wir brauchen ja Medizin. Wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen. Jetzt ist nur dieser kleine Boss da. Der ist ja tatsächlich nun sehr schnell. Na, jetzt bitte. Ich bin auch der Meinung, den sollten wir versuchen, solange es geht, aus der Ferne zu bekämpfen. Vor allem sollten wir die Granaten nicht verschwenden, an denen der jetzt gleich kommt. Ja, Beute. Ist jetzt natürlich klar, dass hier gar nichts mehr Munition hat, ne? Ist doch nicht zu fassen. Ah, jetzt kommen wir nicht mal mehr so weit. Ah, ist das klasse. So, jetzt kommt da vorne Bossi, ne? Also, ich nenne ihn jetzt mal so. Ich behaupte, dass es ein Bosskampf ist. Ich mache nur volle Energie. Weil ich muss mich dem auf jeden Fall auf Distanz stellen. So, jetzt. Ach, jetzt hat er wieder die Dinger weggeworfen, natürlich.
Juckt den das? Ich glaube nicht. Ja. Jetzt gibt's hier keine Munition mehr. Wo ist der? Ist ja nicht so, dass ich 4 Granaten auf den geworfen hätte oder 5. Es ist doch nicht zu fassen, es ist doch so eine Qual, dieses Spiel. Also, ich kann ja nur wirklich, ich habe 5 Granaten auf dieses Geschöpf geworfen. 5 Granaten. Es hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Ich glaube aber auch, es war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, das Spiel hat er noch nicht registriert, dass wir zwar überhaupt in Kontakt stehen. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Alles andere funktioniert ja soweit ganz gut. Wenn ich jetzt wieder versagen sollte, dann mache ich Feierabend. Schon anstrengend. So, letzter Versuch. Erstens ist es schon mitten in der Nacht, beziehungsweise eigentlich können wir fast schon wieder aufstehen, glaube ich. Es müsste auf 3 Uhr gehen. Ja, jetzt ist wieder eins drin. Sehr schön. Damit haben wir jetzt 5. Wir sollten die nächste Schlacht abwarten, also gegen die 3 oder 4 oder wie viele es sind. Und im Anschluss daran so ein Medi-Dings benutzen. Und dann müssen wir versuchen, uns bei diesem Kollegen da irgendwie auf Distanz zu halten. So. So, also jetzt haben wir ein paar Granaten. Es
ist jetzt halt echt kacke, dass ich diese ganzen Waffen. Ja, ich bräuchte im Prinzip die ganzen Schusswaffen in meiner rechten und die Lampe in meiner linken. Das ist jetzt im Prinzip. Ich kann es auch nicht tauschen. Das ist das Doofe an der ganzen Geschichte. Ablegen kann ich es auch nicht und mit der anderen nehmen. Also im Prinzip habe ich jetzt hier völligen Kladderadatsch produziert, indem ich da die Auswahl der Hände so getätigt habe. Ja, alles ziemlich doof, muss ich sagen. Was die Granaten mir bringen, weiß ich noch nicht, weil der ist ja nur relativ schnell. Ja, Leute, das ist relativ sinnfrei hier. Rennt der jetzt weg? Der ist noch da, ne? Alter. Oh, was passiert? Alter.
Uiuiui, wo gehen wir denn hier hin? Uiuiui. Okay. Also ich vermute... Ich vermute mal, dass es schon noch ein Stückchen geht hier. Und ich habe auch nicht mehr so viel Platz auf der Videokamera, als dass das für die Facecam-Aufnahme reichen würde. Deswegen mache ich kurz Pause. So, machen wir weiter. How many types of these Zurus are there? What voodoo could turn a human being into something like that? Ach du heilige Scheiße. Okay. Also ich hoffe mal, dass da bald Feierabend ist hier. Es wird ja immer schlimmer. Ja, kann ich die Fackel... Also scheinbar kann ich die Fackel nicht nehmen. Obwohl sie so aussieht, als könnte man sie nehmen. Egal. Ah, ich kann da also hochklettern. Ja gut, das gucken wir mal. Erstmal gibt es hier unten aber noch ein bisschen was zu sehen. Vielleicht da nicht. Eventuell das ein oder andere Päckchen Munition. Denn, wie man sieht, wir haben da nicht mehr so viel. Siehst du, da haben wir schon was. Ach, das ist ein Spielchen. Ja, gut. Nicht schlecht. Munition wäre mir jetzt lieber gewesen, bin ich ganz ehrlich, aber man kann nicht alles haben. So, und nur mal kurz zur Info. Bei mir haben wir es jetzt aktuell 3:05. Nee, Quatsch, jetzt müsste es schon so 3:20 Uhr morgens sein. Ja, den Stream habe ich begonnen so etwa 22 Uhr gewesen sein. Also sprich, von der reinen Spielzeit her müssen wir eigentlich jetzt demnächst fertig sein. Was heißt demnächst, so in der nächsten Stunde, sagen wir mal. Es wird ja behauptet, das Spiel hätte 4 bis 6 Stunden Spielzeit. Ich weiß aber auch ziemlich genau, dass meiner einer in der Regel etwas länger braucht als die angegebene Zeit. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Aber ich nehme an, hoch. Immer hoch. Dahin vielleicht. Alles klar. Jetzt drehen wir uns erstmal wieder so, dass wir gerade sind. Jetzt habe ich schon gedacht, da liegt was, aber da glänzt wieder bloß der Stein vor sich hin. Aha. Ja, vermutlich wird es hier auch nicht weitergehen. Da liegt... Okay, ja gut. Kann ich jetzt wieder so einen Sprengsatz nehmen. Ja.
Gefahr. Ich renn weg. In der Hoffnung, dass der sich verflüchtigt, der Kollege. Ach so. Ein Arsch. Alles klar. Da war allerdings was in der Höhle drin, was ich gern gehabt hätte.